Hi und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Vor ein paar Wochen habe ich mal ein Video gemacht, wie man Kombucha daheim selber machen kann. Und ich habe im Intro und im Outro jeweils diesen Pulli angehabt. Und habe dann tatsächlich von ziemlich vielen Leuten die Frage gestellt bekommen, wo denn dieser Pulli her sei, weil ihnen das Muster so gefällt. Und das Geheimnis dahinter ist, den habe ich tatsächlich selber gefärbt. Das war eigentlich ein ganz normaler weißer Pulli. Und in diesem Video heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr so einen Pulli am besten selber daheim färben könnt. Ah, und gleich zu Beginn, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu. Danke. Die Idee, dass ich einen Pulli so färbe, habe ich von Alfie Days bekommen. Das ist ein YouTuber, ein ziemlich großer aus England, aus Brighton. Und der färbt solche Pullis auch immer. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach daheim mal selber aus, weil ich von seiner Kollektion, die er da gemacht hat, leider kein Exemplar mehr bekommen habe, weil die so schnell ausverkauft waren. Aber es ist wirklich ganz einfach, selber zu machen. Heute werde ich zwei weiße Pullis für meine Freundinnen Evie und Verena färben und ich hoffe, dass ihnen das auch dann gefällt. Aber für so ein Färbeprojekt braucht ihr folgende Dinge. Eine Küchenrolle, Paketschnur und Schere, ein bisschen Essig, ihr braucht nicht die ganze Flasche, ihr braucht wirklich nur ein bisschen. Unterlagen, bei denen es egal ist, wenn die ein bisschen angefärbt werden, das dient einfach dazu, weil man die Pullis über Nacht rasten lassen muss. Ihr braucht außerdem ein Glas, wo ihr die Farbe mischen könnt. Farbe, ich habe die Farbe Enzian Blau von der Firma Simply Cool. So eine Farbe bekommt ihr normalerweise in Bastelgeschäften oder auch Schreibwarengeschäften teilweise oder speziellen Textilgeschäften, also fragt da einfach mal nach. Ich habe meine bei Müller gekauft, das ist quasi so eine Art Bastelgeschäft in Österreich. Dann braucht ihr noch einen Löffel zum Umrühren, etwas zum Farbe drauf verteilen, das ist in meinem Fall eine, eine alte Spritze, Hashtag Mercedes, und ein bisschen Wasser und natürlich zu allerletzt die weißen Kleidungsstücke, die ihr gerne färben möchtet. Ich habe mir bei der Planung von diesem Video gedacht, dass es am besten ist, wenn ich euch den ganzen Prozess einfach mal zeige und dann im Voice-Over einfach dazu kommentiere und dann am Schluss die Endprodukte präsentieren kann. Let's go! Bevor ihr überhaupt etwas mit der Farbe macht, müsst ihr den Pulli zuerst mit einer Paketschnur zu so einer Art Päckchen zusammenbinden. Das dient dann einfach dazu, dass die Farbe sich später in diesem wolkenartigen Muster über den Pulli hinweg verteilen kann. Am besten legt ihr den Pulli flach auf den Boden auf und dann haltet mit einer Hand in der Mitte einen Zipfel sozusagen fest und mit der anderen Hand nehmt ihr immer mehr Stoff dazu. Und dann bindet ihr mit der Paketschnur immer weiter um den Pulli herum, sodass ihr am Schluss dann so ein richtiges kleines Päckchen habt. Das Ganze soll schon ziemlich fest sein, also falls ihr am Schluss noch lose Ärmelenden oder so heraushängen habt, dann stopft ihr einfach noch unter die Schnur dazu. Wenn ihr euer Pullipaket dann fertig gebunden habt, dann geht es jetzt daran, dass ihr die Farbe zusammenmischt. Dazu nehmt ihr am besten das Glas, das ihr schon vorbereitet habt, und füllt da mal ein bisschen Wasser rein und dann mischt ihr das Ganze mit einem Schuss Essig. Das auf jeden Fall gut umrühren, damit sich die beiden Flüssigkeiten gut vermischen können. Und dann nehmt ihr die Farbe und gießt da mal ein bisschen rein. Das geht eher ein bisschen nach Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, je nachdem wie dunkel ihr eben die blaue Farbe überhaupt haben wollt. Da die Farbe selbst pulverig ist, ist es ganz wichtig, dass ihr auch da gut umrührt. Und was ich euch empfehlen kann bezüglich dessen, dass ihr die Farbe mal austestet und ob euch der Farbton gefällt, ist, dass ihr euch ein Blatt Küchenrolle nehmt und das so faltet, wie ich es gerade gezeigt habe, und dann da mal mit der Spritze ein bisschen drauf spritzt. Und dann werdet ihr sehen, welcher Farbton und in welcher Helligkeit das circa rauskommen wird. Mein Ratschlag an euch ist, dass ihr das Ganze ein bisschen dunkler macht, als ihr das dann zum Schluss tatsächlich haben wollt, weil durch das Waschen dann ganz am Schluss sowieso ein bisschen Farbe verloren geht. Das Färben an sich macht ihr am besten entweder in einer Badewanne oder in einem Bottich oder so, den ihr daheim vielleicht gefunden habt. Einfach deswegen, weil die Farbe doch sehr stark ist und man möchte das nicht irgendwie auf den Teppich bekommen. Was ihr als allererstes macht, ist, dass ihr euch Farbe und nochmal klares Wasser zur Seite stellt und dann zieht ihr mit der Spritze, mit der ihr dann eben die Farbe raufspritzt, zuerst mal ein bisschen Wasser rauf und macht den Pulli, den ihr färbt, ganz leicht feucht. Das hat den Grund, weil sich dann die Farbe auf dem Stoff selber einfach besser verteilt und die Kanten, möchte ich fast sagen, dann nicht ganz so scharf sind. Sobald ihr den Pulli vorne und hinten feucht gemacht habt, zieht ihr mit der Spritze die blaue Farbe auf und ja, verteilt die Farbe dann einfach auf dem Pulli, so wie ihr es jetzt gerade seht.
Wenn ihr dann die Farbe fertig auf dem Pulli verteilt habt, dann holt euch am besten die Unterlage und ja, gebt den Pulli einfach da drauf. Das hat den Grund, weil die Farbe natürlich ein bisschen nach unten abtropfen wird und wie schon vorher erwähnt, das soll man nicht einfach lose am Boden herumliegen lassen, wenn man keine unschönen Flecken am, ja, am Teppich haben möchte. Den ganz gleichen Prozess macht ihr dann mit den anderen Kleidungsstücken, die ihr auch noch färben wollt, und dann lasst ihr das einfach mal eine Nacht so liegen. Am nächsten Tag sollten eure Pullis bereits getrocknet sein und jetzt müsst ihr sie nur noch in die Waschmaschine stecken, um die überschüssige Farbe aus dem Stoff noch rauszuwaschen. Am besten wählt ihr einen kalten oder niedrig temperierten Waschgang und dann lasst ihr das Ganze einfach lufttrocknen und dann habt ihr einen fertigen Pulli. Hier seht ihr gerade einen meiner zwei Pullis, die ich gefärbt habe. Und im Hintergrund seht ihr einen Pulli, der noch nicht gewaschen wurde. Man sieht einfach, dass sich durch das Waschen in der Waschmaschine die Farbe doch noch ein bisschen mehr auf das Weiß auch verteilt. Aber ich finde, es sieht eigentlich mega schön aus. Ich bin mir sicher, es gäbe da auch noch so Fixiermittel, die man verwenden könnte. Aber ich habe mich dazu entschlossen, dass es mir so auch passt. Das war's auch schon. Wirklich einfach, wie ihr gesehen habt, und das Outcome ist wirklich nett. Ich hätte ihn gern angezogen, aber in meiner Dachgeschosswohnung schmelzt sich sonst weg bei diesen Temperaturen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr das daheim auch mal ausprobieren wollt. Und falls ihr das macht und ein Foto macht und irgendwo hinpostet, dann vergesst nicht, dass ihr mich taggt. Es freut mich immer sehr, wenn man daheim kreativ wird und auch andere dazu inspirieren kann. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vergesst nicht, dass ihr ein Abo dalasst und dieses Video liked. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!